Personalrochade bei der Brucker FPÖ. Raphael Penzl wird neuer Stadtparteiobmann und löst damit Kletus Schranz ab. Schranz will 2020 als Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl antreten und Bürgermeister der Kornmesserstadt werden. Das habe ich zum Ziel. Ich werde mir das ganz fix vornehmen, weil Bruck braucht eine Veränderung. Werde ich das Amt ausführen? Ich fühle mich noch fit, ich fühle mich jung. Und was, glaube ich, für mich spricht, ist meine Erfahrung. Ich bin seit 1986 in der Politik. Ich habe alles gemacht. Ich war in Wien im Ministerium 8 Jahre. Ich kenne mich ein bisschen aus. Ich habe Erfahrungswerte und die möchte ich einbringen für die Stadt Bruck. Raphael Penzl wurde beim FPÖ-Stadtparteitag mit 85% zum neuen Obmann gewählt. Sein Programm basiert auf 4 Säulen. Im Vordergrund stehen dabei die Kommunikation nach innen und außen, die Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit auf den sozialen Medien, Veranstaltungen und der Wahlkampf. Stichwort Wahlkampf: Die FPÖ will für die Gemeinderatswahlen 2020 kein Fairnessabkommen unterzeichnen. Der Wahlkampf solle nicht beleidigend sein, dafür aber kantig, so Penzl weiter. Wir werden einen sehr niveauvollen Wahlkampf führen. Es wird sicher zu keinen Beleidigungen oder sonst was kommen. Für das stehe ich persönlich auch nicht ein, weil ich sowas zutiefst ablehne. Aber wir werden natürlich Missstände weiterhin aufzeigen und vor allem, wir möchten mit unserem Programm auch punkten.